Hi Leute, willkommen im Harzraum. Ich habe heute mal wieder ein Paket bekommen. Ein schönes Paketchen von den Harzspezies. Und da wollen wir doch mal reingucken. Wie immer gut zugeklammert. Also das geht auf dem Postweg garantiert nicht auf. Die sind immer gut zugetackert, die Dinger. So. Sauber verpackt. Schöne extra Papierverpackung dafür, dass sich auch nichts bewegt. Die wird bei mir auch wiederverwendet, das wisst ihr. Jo, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ne? Da kann man doch was mit anfangen. Und zwar haben wir das Eskresin 3075. Habe ich noch nicht benutzt. Das ist für hohe Schichten. Habe ich da ja zum Glück meinen schönen Kalender, wollte ich gerade sagen. Meine schöne Schautafel hängen. 3075 mit EpoHard 75 für große Volumen und hohe Schichthöhen. Da kann man ein Volumengewicht mit gießen bis zu 40 Kilogramm in einer Schichthöhe von 5 cm. Also für einen Tisch ideal geeignet. Dazu passend den Hertha 75. Hier finde ich ja das Ausgusssystem super. Na, kommt doch. Ja, also mit diesem Rausziehen. Und dann hast du hier eben so ein relativ kleines Loch, wo du mit ausgießen kannst. Das macht sich doch recht gut. Das würde ich mir hier auch wünschen, aber dafür gibt es ja für die Kanister diese feinen Ausgusshähne. Die kann man dann reinschrauben und dann kann man vernünftig dosieren. Das macht sich ganz gut. Ja, das 75er. Mal sehen, vielleicht mache ich damit hier eine Lampe draus. Da passt ja doch eine ganze Menge Harz rein. Und für dicke Schichthöhen kann ich eine ganze Hand drin verschwinden lassen. Und hier wollte ich eigentlich irgendwie eine Art Kristall in dem Loch machen, also der das ganze Loch ausfüllt und vielleicht sogar drüber steht mit geschliffenen Kanten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, aber irgendwas lasse ich mir da einfallen. Und dafür könnte ich mir das 75er gut vorstellen. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen, ob ich das dafür nehme und was ich mache und wie ich es mache. Zurzeit ist ja so viel zu tun bei mir, ich komme kaum hinterher. Aber bald gibt es dann hoffentlich mal wieder ein Gussvideo. Aktuell bin ich ja, wie ihr wisst, immer noch bei dem Tisch bei. Da warte ich noch auf das Harz. Also da ist nicht das für gedacht, sondern eine Konkurrenzfirma, wie ihr wisst. So, und weil ja einer nicht reicht, ich soll einen River machen. Ne, dafür hatte ich das bestellt. Ha, siehst du? Ey, dieses scheiß GBS, ich vergesse alles Mögliche. Kurzzeitgedächtnis ist bei mir gleich null. Wegen dieser blöden Krankheit. Jetzt fällt es mir aber ein, ein River. Ein River soll es werden. Daher die Menge. Siehst du? So, und dann, weil ich ja immer wieder kleine Sachen mache, habe ich hier
mir das 32-21 bestellt. Die ganzen Mädels schwärmen ja davon, die immer ihr Schmuckzeug machen. Das 32-21 speziell entwickelt gegen Vergilbung. Ich habe das hier an der Schautafel stehen. So, glasklares Premium-Gießharz und Versiegelungsharz. So nennt sich das. Das habe ich mir nochmal, ne? So, mit noch besserer UV-Stabilität, das Harz, wenn es um glasklare Vergüsse oder Versiegelung geht. Hochgradig optimiert gegen Vergilbung. Glasklar, transparent, blasenfreie Aushärtung. Das werden wir testen. Die schnellen Harze ist ja mal schwierig, die Blasen frei zu kriegen. Aber hier steht blasenfreie Aushärtung. Das kann aber auch heißen, wenn du es blasenfrei anrührst, dann härtet es blasenfrei aus. Das werden wir sehen. Beständig gegen Wasser und Feuchtigkeit. Klar, das muss sein. Niedrig viskos. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, heißt niedrig viskos etwas dickflüssig. Das macht sich zum Malen mit Harz natürlich super. Für die Leute, die richtig geil, also ich, was ich immer sehe an richtig geilen Bildern aus Harz gemalt, ist der Hammer. Ich habe da immer Pech mit. Bei mir sieht das immer aus, als wenn das ein 5-jähriges Kind gemacht hätte. Ich muss das immer noch üben. Ich habe mir ja von Stefanie Etter extra das Buch gekauft und zu Gemüte geführt. Aber ich komme immer nicht zum Üben. Aber mit einem niedrig viskosen Harz kann man eben schön, wo habe ich denn, so verschiedene Farben ineinander laufen lassen. Komm mal her hier. So. Naja, ihr seht, bei mir haut das immer nicht so richtig hin. Ich muss das viel öfter üben. Ich habe auch schon mal ein, zwei schöne Sachen hingekriegt. Aber das ist echt schwierig. Irgendwann schaffe ich das auch noch. So, also für Schmuck und Bilder super geeignet. Jetzt habe ich die falsche Zelle. So. Und es ist lösungsmittelfrei und zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln. Also wer ein Schneidebrett machen will, wobei ich immer sage, Mensch, wer schneidet auf so einem geilen Schneidebrett? Wenn ich mir die von LP angucke, Mann, okay, da lege ich mal beim Barbecue ein Stück Fleisch drauf. Aber ich würde da im Leben nicht drauf schneiden. Ich hätte immer Angst, ich mache da einen Kratzer rein. Ja. Also guckt euch mal bei Custom Artworks die Barbecue-Bretter an. Ey, da tropft dir der Zahn. So geile Sachen. Ja, aber für solche Schneidebretter dann eben super geeignet, weil Lebensmittel echt. Ist vom Preis her auch mittelpreisig halt, sag ich mal. Ne? Bei einem Kilo kostet es dann 30 Euro. Aber ich habe mir rausgesucht, bei 7 Kilo liegen wir dann noch bei 19 Euro. Mit 7 Kilo kann man so ein paar Schneidebretter machen oder ein Leben lang Schmuck herstellen. Aber doch, wenn ich daran denke, wie oft ich schnelle Harze verbrauche, dann komme ich mit den 7 Kilo auch nicht so lange. Ich nehme ja die schnellen Harze auch gerne für eine Oberflächenbeschichtung, weil die einfach kratzfester sind. Und die kräuseln sich auch nicht so beim Aushärten. Hast ja oft, wenn du eine hohe Schicht gegossen hast, dann hast du eben oben so leichte Wellen drauf. Gut, das liegt ja dann auch an der Schrumpfung und so weiter. Aber nehme ich eben auch gerne, um mal eine Oberfläche zu versiegeln. Dafür sind schnell reaktive Harze einfach schön, weil du nicht irgendwie warten musst. Passt. Oh. Jetzt kriege ich auch noch Besuch, ich fasse es nicht. Ja, passend dazu das EpoHard 3200, den Hertha. Den Hertha kennen wir ja vom 3220 schon. Der ist super. Ja, damit werde ich dann auf jeden Fall meinen UV-Test wieder machen.
Ne, also mit allen beiden. Die kommen bei mir an die UV-Scheibe. Und dann gucken wir Ende des Sommers, wie die Harze alle abgeschnitten haben. Klar, da jetzt immer wieder neue Harze dazukommen, gibt es da Differenzen, weil die ersten Harze ja schon seit November, Dezember hängen. Die haben natürlich einen Nachteil. Das werde ich dann aber bei der Auswertung berücksichtigen. Das kriegen wir schon hin. Außerdem soll der Test ja dann auch noch ein Jahr länger dauern. Und dann gucken wir in einem weiteren Jahr nochmal drauf, wie es ausschaut. Weil wer einen Tisch oder irgendwas macht, der möchte auch, dass es in 2, 3 Jahren noch schön aussieht. Zusätzlich zu dem UV-Test. Wo habe ich's? Wo habe ich ihn denn? Da. Mache ich einen Test zur Klarheit mit dieser schönen Form. Ich habe auch schon eine neue bestellt. Nicht, dass die Form hier nach 10 Güssen scheiße aussieht und das Harz, was rauskommt, auch scheiße aussieht. Nein, ich habe neue bestellt. Dann machen wir nämlich einen UV-Test. Einen Test zur Klarheit. So, ihr dürft natürlich jetzt nicht erfahren, welches Harz das jetzt ist. So, aber wir haben hier 3 verschiedene Harze und man sieht schon so schon leichte Unterschiede. Und ich werde bei den Firmen nachfragen, wer sich traut mitzumachen. Und dann werten wir aus, welches Harz am klarsten ist. Das Harz, das fertig gegossene Teil hier, bleibt in einem fensterlosen Raum liegen bis zur Auswertung, so dass die UV-Einwirkung keine Rolle spielt, sondern einfach nur der klare Verguss. So, und was mich ja sehr freut, der Franz Josef hat mitgekriegt, dass ich keinen Rührer habe. Und bisher immer mit den Stäbchen angerührt habe. War ja okay, aber standesgemäß nimmt man natürlich sowas. Ne? Schöne Größe, muss ich sagen. Ne, ob nur für einen großen Becher zum Anrühren. Oder aber auch, na, wo habe ich's? Ich rühre sehr häufig nur so einen kleinen Becher an. Passt da auch rein? Muss man gucken, ist vielleicht zu groß dafür. Aber wenn ich eben Tische mache, dann ist der perfekt in der Größe. Was mich wundert, er ist relativ hart. Ich hätte jetzt eher gedacht, die sind sehr weich, damit man die eben nachher wieder schön sauber kriegt. Silikon, sag ich mal, hätte ich jetzt angenommen, dass man die ein bisschen biegt und dann geht der Silikon ab. Aber er ist sehr starr. Flexibel, ja, aber starr. Das müssen wir mal gucken. Aber ich denke mal, die Hartspezies haben das schon vernünftig durchdacht und das Harz geht da wieder ab von. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Die werden ja kein Produkt auf den Markt bringen, was am Ende nicht vernünftig funktioniert. Ach, guck an. Das ist ja auch nicht schlecht. Den kann man dann wieder draufstecken und irgendwo anhängen, dass er dann abtropft. Das ist gut. Ja, jetzt habe ich einen kleinen Vorrat. Wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich die einsetze, weil ich muss ja erstmal den anderen Tisch fertig kriegen. Und dann kommt mein River dran. Oder die Lampe gleichzeitig, die Lampe danach, die Lampe davor. Das werde ich entscheiden. Aber ich denke mal, wenn ich hier ein bisschen aufräume, dann kriege ich auch beide Projekte gleichzeitig hin. Aber ich muss halt ein bisschen aufräumen. Ihr seht, der Tisch ist zwar riesengroß, aber voll gemüllt, wie bei mir das immer so ist. Ich habe eben immer so ein paar Sachen stehen zum Abtropfen oder zum Reste reinkleckern. Hier lege ich eben super gerne meine Stäbchen drauf. Es kommt einfach zu viel zusammen. Aber ich guck mal, dass ich das alles aufräume. Und dann mache ich die beiden Sachen gleichzeitig. Also, auf jeden Fall, das 3075 für hohe Schichten, große Vergüsse. Wenn ihr meinetwegen hier so einen Fisch oder so, hier so einen
Kopf. So ein Krähenkopf. Oder. Oder ein Koi machen wollt. Das könnt ihr mit dem 75er in einem Rutsch gießen. Da braucht ihr keine Schichten machen. Könnt ihr einfach in einem Guss aufgießen. Übrigens, das Schwarz-Weiß bei dem Fisch hier, da gibt es bei den Hartspezies ein Granulat. Ich komme jetzt nicht drauf, wie das heißt. Das kannst du mischen und sparst den Haufen Harz. Das Granulat kostet quasi nichts. Kilo, ein Euro oder so. Das ist lachhaft. Das lässt sich richtig super mit dem Harz mischen. Und dann brauchst du anstatt hier, ich sag mal, hier würden normalerweise 600 Gramm reinpassen, dann brauchst du nur 100 Gramm mit den Steinen, mit diesem Granulat. Das lässt sich schwierig färben, weil es halt schwarz ist. Aber die haben auch noch was anderes, ein anderes Granulat im Shop, das dann weiß ist. Und das kann man dann auch mit allen möglichen Farben mischen. Aber ich finde den Schwarzgrün, das ist gut. Schweinemäßig hart, also hinterher irgendwas drechseln oder bearbeiten, keine Chance. Ne? Mal gerade so, dass man die Kanten dann abschleifen kann. Genau. Ne? Wenn ihr das gießt, der Fisch wird ja so rumgegossen, müsst ihr gucken, das Granulat setzt sich natürlich zuerst am Boden ab und obendrauf bleibt dann eine Schicht nur noch vom Harz übrig. Jetzt kann man sich die Arbeit machen, wenn das Granulat untergegangen ist und hier oben nur noch eine Schicht Harz ist, kann man sagen, okay, ich streusel noch Granulat rein, lasse das Harz, das Überschüssige überlaufen. Oh, kann man, muss man aber nicht. Ne? Ich bin da nicht so der Perfektionist. Wenn das Ding im Garten liegt, dann sieht das auch so gut aus. Da guckt dann keiner mehr drauf. Ne? Bei so einem Schädel mag das schon anders sein. Hier habe ich jetzt kein Granulat drin. Ich habe auch einen mit Granulat, mit gefärbten. Da habe ich, ja, ah nee, hier habe ich mich mal mit diesen Malen versucht, also diese Struktur reinziehen. Das hat ganz gut hingehauen. Und ich glaube, hier ist ein Granulat drin, ein farbloses, oder ein weißes besser gesagt, das ist ja weiß vorher, wenn es ankommt. Und das konntest du ganz gut mit Farbe mischen, das ging. Eigentlich mache ich diese Schädel nur aus meinen Resten. Wenn irgendwo ein Rest übrig bleibt, dann kippe ich den in die Form. Deshalb sind die bei mir meist auch mehrfarbig. Und ja, irgendwas muss man immer dastehen haben für die Reste. Nie vergessen, irgendeine Silikonform für Reste passt immer. Gut, also Hartspezies, hartspezialisten.de kann ich euch ans Herz legen. Schöner Shop, übersichtlich. Also eine Menge Angebot, mit einer Menge Zeug zum Kaufen, aber übersichtlich. Gibt ja auch so Shops, die sind dann so überfüllt, dann findest du nichts mehr. Hartspezialisten, super, gut aufgebaut. Wenn dir irgendwas nicht klar ist, wenn du da anrufst, da kannst du klären, die haben einen Service vom Feinsten. Alle anderen Händler haben natürlich auch schöne Shops und auch einen Service, aber ich muss sagen, Hartspezialisten im Service unübertroffen. Gut, ich habe jetzt noch nicht mit allen telefoniert. Ne? Klar, kann man auch sagen, ja, mit uns hast du ja noch nicht gesprochen. Stimmt, ich habe noch nicht mit allen telefoniert. Mit den Hartspezies habe ich schon öfter mal telefoniert und war immer sowas von begeistert. Ja. Auf jeden Fall zu empfehlen. Gutes Harz. Und ich zeige euch dann, was ich damit gemacht habe. Wie gesagt, das dauert ein bisschen, aber dann kommt ein Video, wo ich das 75er vergieße. Dann kommen auch bestimmt noch ein paar Videos, wo ich hier Kleinkram gieße mit dem 3221. Da kommt noch etliches. Also, wer mich abonniert hat, der kann sich schon auf einiges freuen. Falls euch die Videos irgendwann langweilig werden, weil sie zu lang sind, schreibt das ruhig in die Beschreibung mit rein. Schreibt doch unter, ey du Sack, mach ein kurzes Video. Laber nicht so viel oder so. Aber ich habe mitgekriegt, viele hören mich gerne labern. Weiß nicht, ob das zur Beruhigung, zum Einschlafen ist oder einfach nur, um ein bisschen lachen zu können. Ja. Sonst werde ich nichts weiter sagen. Das reicht für heute.
Macht euch einen schönen Corona-freien Tag. Bleibt gesund. Tragt Mundschutz. Einfach, um andere nicht anzustecken. Weil wer weiß schon, ob er infiziert ist. Ne? Das, viele merken es ja gar nicht. Ja. Und guckt bei den Hardspezies auf den Shop rein. Ich merke mir immer die Internetseiten nicht. Oh, einfach hartspezialisten.de. Also die ist mal leicht. Wie gesagt, entschuldigt, wenn ich ab und zu mal stocke beim Reden, aber das GBS, das geht eben ein bisschen aufs Gehirn und dadurch bin ich ein bisschen langsam und muss öfter mal überlegen, bevor ich spreche. Oder verwechsel auch mal ein paar Wörter. Aber ich hoffe, das ist irgendwann vorbei und mir geht's wieder gut. Wir werden sehen. Jetzt habe ich es ja fast ein Jahr. Und man gewöhnt sich so langsam dran. Aber ich hoffe, irgendwann ist es auch wieder weg. Na denn, bleibt mir gewogen. Haut drin. Macht euch einen schönen Tag.